43, 168. Immerhin. Aber ich hab doch polierten Stein dabei. Was will der eigentlich? Zu wenig. Gut, aber der bringt es jetzt eh nicht, haben wir ja gesehen. So, was muss hier alles hin? Okay. Mhm. 20. Kann ich natürlich mitnehmen. Wobei ich könnte natürlich auch noch hier Nägel basteln und die verkaufen. Wäre vielleicht besser. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Wir wollten ja unten in den Keller. Na komm, einmal machen wir das. Ich will einfach mal gucken, was das bringt. Aber ich brauche was zum Essen für die Ausdauer. Aber wir können ja noch Brote machen, das ist gut. Machen wir jetzt mal ein paar mehr hier. So, 72 Brote und go. Schlafen gehen und go. So, mein Inquisitor, der braucht Brennholz. Genau. Ich bräuchte immer noch Papier, Tinte. Tinte bräuchte ich. Das ist natürlich doof. Jetzt ist der Kaufmann da. Da können wir auch mal hin. Aber der verkauft ja Sachen super teuer. Das bringt mich also nicht wirklich weiter. So, machen wir hier nochmal 10. Schon immer wieder 100. Aus dem Stein könnte ich auch noch was machen. Sonst bauen die nichts mehr ab da oben, wenn das voll ist. So, ist schon wieder vorbei. Schnell. So. Zum toten Pferd. Er ist schon weg. Ernsthaft? Das gibt's ja nicht. Ist der Schmied denn noch da? Aber ja, Glück. So, handeln. Boah, ey, das kann ja dauern. Wow. Ui, ui, ui. Ach, so viel Geld hat er nicht mal. Dann halt 5. Hä? Oh Mann, bis der Rang 2 hat, kann es ja echt noch lange dauern. Wir können ein bisschen hin und her kaufen. Weiß nur nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Ich kaufe jetzt wieder. Okay, nee, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So ein Scheiß, ey. Also ich muss nur verkaufen. Was für ein Kappes. Na gut. So, Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Was kann ich denn noch machen? Ach so, warte mal, genau. Hier. Ich muss dem die ganze Zeit irgendeinen Scheiß geben. Ich möchte aber, der hat uns doch einmal, hat er uns Tinte verkauft und dann nie wieder. Pass mal auf. Ich gratuliere, eine neue Kirche ist eine ziemlich große Sache für unser Dorf. Bald brauche ich neue Zimmer und Tische. Oh, das finde ich ja gut. Handeln, wir holen jetzt noch hier so einen teuren Saft. Geben dem wieder ein Wein. Gut. Mein Freund, hier ist deine Geschichte. So, ich will aber... Oh, das ist doch nicht zu fassen. Wie viel Wein soll ich denn noch kaufen für den Typen? Habe ich aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber der kriegt immer mehr. 50. So, gut, toll, schön. Anscheinend lässt der Wein meine poetischen Säfte noch nicht mehr so fließen. Ich bin so traurig, ich bin erbärmlich, alle meine Geschichten sind dumm. Ja. Also keine Geschichten mehr? Verschwinde, ich habe meine Energie an dich vergeudet. Wie soll ich denn einer Frau Anmut denn jetzt noch in mich verlieben? Jetzt macht er gar nichts mehr. Ich fass es nicht. Das gibt's doch nicht. Hier klappt auch gerade nix. Nicht klappt hier. Mann, du. Beim Inquisitor. Beim Teutates. Ja, komm. Ich pack die Sachen jetzt alle hier rein. So. Dann hole ich mir oben noch ein bisschen was zu essen. Und dann gehen wir ein bisschen kämpfen unten. So, 10 Brot, einmal schlafen legen. Ach, habe ich den Typen eigentlich auch schon, habe ich dem auch schon was gegeben? Den Bluteimer habe ich dem schon gegeben, oder? Nicht mehr ganz so sicher. Oder liegt der hier noch? Ich meine, den hat er schon gekriegt. Schauen wir mal. Was kann ich hier jetzt machen noch? Oh, gut, nichts weiter. Nägel. Kannst du mir helfen, Schlange, kannst du mir helfen, ein paar Gegenstände zu finden? Ich kann alles finden, was brauchst du? Spiegel des Stolzes, die ewig lodernde Kohle und eine salzige Gabel. Komisches Zeug, wie dir vielleicht aufgefallen ist, arbeite ich derzeit an einem wichtigen Projekt. Deswegen habe ich nicht viel Zeit. Aber wenn du mir hilfst, darf ich dir. Das königliche Siegel, dafür brauchen wir erstmal jetzt die Nägel. Okay. Wir waren in Level 3. Ah, Freunde. Ich lasse die gar nicht erst an mich ran hier.
Wo sind die blutigen Nägel? Was? So ein Mist. Hier gibt es nirgendwo blutige Nägel. Ich frage mich echt, wie wir das schaffen sollen. Kriegen wir die erst am Ende von Level 5 dann oder wie? Weil er meinte ja irgendwie in zwischen Level 1 und Level 5 oder wie? Hatte ich das nicht gelesen? Ich meine sogar, der meinte im ersten Stock gäbe es die, aber das stimmt ja nicht. Forsche mal jetzt hier vom komischen Vorlesen, weil ich mir die Stimme irgendwie verstellen muss. Haben die mich hier nicht platt gemacht? Wir werden gleich sowieso wieder sterben. So viele Viecher. Boah, sind das viele echt. Ach du Heiliges, die kann ich auch noch platt machen. Oh nein, das wusste ich nicht. Mist, vielleicht waren da schon irgendwo Nägel drin. Jetzt muss ich gucken. Kohlsamen. Na, so ein Scheiß aber auch. Linsensamen. Ach, guck mal an. Das gibt's ja nicht, ey. Hätte ich das mal eher gewusst. Wer weiß, in welchem Gefäß hier schon Blutnägel waren. Traubenkern. Bin gleich voll. Metallschrottgeschichte. Achso. Ja gut, wenn ich jetzt schon wieder oben bin, Sekunde mal. So schnell ist man also wieder draußen. Todespulver, wieso habe ich da noch nichts von? So, Todespulver. Eine Geschichte. Eine Geschichte, wie man sie schrieb. Dann packe ich hier noch ein paar Sachen rein. Zum Beispiel die... Ne, das Flugblatt wollte ich da nicht gar nicht reinpacken. Egal. Metallschrott. So. Ich hole mir... Komm, wir holen uns die anderen Sachen noch. Wir gehen nochmal eben schlafen. Dann können wir uns ein bisschen auffrischen. Und dann gehe ich in Level 1 rein und mache alles kaputt, was ich da finde. Vielleicht sind wir doch die ganze Zeit an den Sachen vorbeigelaufen. Und ich habe mich die ganze Zeit geärgert. Dass wir keine blutigen Nägel finden und dabei waren die vielleicht die ganze Zeit da irgendwo. Kann ich hier auch machen, ey, gibt's ja nicht. Mann, hätte ich das mal eher gewusst.
Naja, gut. So. Ah, hör auf, ey. So, so ein Fass. Balken. Gib mir ein paar Balken. Boah, so viele Dinger hier verpeilt. Aber hier scheint jetzt auch nicht... Hier scheinen jetzt nicht unbedingt blutige Nägel drin zu sein. Aber immerhin ganz viele Samen. Ich meine, ja, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Gucken wir mal hier oben. Boah, hier gibt es auch einiges zum Kaputtschlagen. Ich meine, auf das ein oder andere habe ich ja drauf gehauen, das weiß ich noch. Nägel, aber keine blutigen, schade. Ach, guck mal, wir haben Heiltrank gefunden. Ja, wie fett ist das denn? Den könnten wir der Hexe geben und alles wäre gut. Das können wir auch machen. Mann, da muss ich nicht diesen... Glaube ich zumindest, dass das reichen würde. Bin mir nicht sicher. Ja, cool. Ein Heiltrank. Was haben wir denn sonst noch so? Ja. Mal schauen, was wir noch so zusammenkriegen. Ich bin echt gespannt, ob hier irgendwo die blutigen Nägel waren. Das ist ja nicht... Was haben wir denn hier? Goldene Zwiebelsamen. Ganz viel Linsensamen. So ein Pfirsich. Wir brauchen doch auch einen silbernen Pfirsich, ne? So ein silberer Pfirsichsamen wäre auch nicht schlecht. Pfirsich vor allen Dingen. Kürbis. Kürbis. Ein Kürbis. Rüben. Na gut. Dann gibt es halt nur Rüben. Ich weiß nicht, ob man hier unten noch mehr machen kann. Was mich mal interessieren würde, ob man hier da das lesen kann oder irgendwas, aber das geht scheinbar nicht. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Sehr viel Metallschrott. Eine Menge Metallschrott. ...65 Metallschrott schon. Gut. Ich weiß nicht, ob man da was machen kann. Oder fehlt einfach nur ein Stein in der Wand. So, Linsensamen. Noch so ein Heiltrank wäre gar nicht mal so schlecht. Hier hat man ja reingeguckt. Hier ist nirgendwo was drin. Hier könnte ich auch nichts weiter machen. Kann ich hier was kaputt machen? Nee. So, links oder runter? Ich glaube erstmal runter.
ging es noch weiter. Also momentan lohnt sich das nicht unbedingt, außer für den Heiltrank. Oh, yes! Sehr gut, noch ein Heiltrank. Ist einer für uns. Und einer für die Hexe. Was braucht die denn alles? Braucht die nur den Heiltrank? Die hätte sie die Wahl gelassen. Entweder einen Kochtopf und die Zutaten. Und das war einmal der Kochtopf und irgendwie ein Pulver. Oder ein Heiltrank, meine ich. Mehr war das ja nicht. So, da hatte ich alles kaputt gemacht. Jetzt bin ich wieder Level 3, ne? Dann können wir ja gucken, wie es hier weitergeht. Hier ging es auf jeden Fall nicht weiter. Was war hier? Da geht es schon wieder runter. Gibt es ja nicht. Dann gucken wir nochmal hier. Oh, weia. Okay. Sehr viele von den Viechern. So. Tja, ich bin voll, würde ich sagen. Das ist ungünstig. Ich will aber auch nichts verschwenden. Dann muss ich mich halt sterben lassen. Zur Not muss ich mich sterben lassen. Sterben lassen vor allen Dingen. Töten lassen. So, hier ist nix. Dann können wir direkt wieder ins Level 4. Was ist das denn? Oh nein, da sind die Nägel, die ich brauche. Ich sehe es schon. Okay, was brauchen wir denn nicht? Oder was ist denn nicht so wichtig? Den kann ich hier nicht benutzen, aber ich kann ihn wegschmeißen, weil ich habe ja einen. Verdammt, ich wollte die Nägel haben. Ich wollte doch die Nägel haben. Kohlsamen, Rübensamen, ein Weizensamen. Ich schmeiße mal weg die eine Schüssel. Blutige Nägel, sehr gut. Machen wir ein paar Sachen kaputt. So, wo gehe ich weiter? Was auch immer das für ein Typ sein mag. Also ich hätte jetzt schon gern die... Ach, die kann ich nicht nehmen. Kollege? Noch zwei.
So, hier liegt jetzt aber einiges rum, ne? Und bis ich tot bin, dauert es auch noch. Ich brauche noch einen blutigen Nagel. Ey, ich hasse die Viecher. Nein, okay, da hat sich's schon erledigt. Oh, und jetzt kriege ich den blutigen Nagel nicht. Mist. Ich bin tot. Jawohl, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, wie, wo? Wo tue ich denn das alles hin? Okay, pass auf. Die Samen. Sehr viele Samen kommen dahin. Dann haben wir einen lecker, lecker Heiltrank. Da tue ich mal einen dahin. Und das tue ich auch. Wieso tue ich das eigentlich dahin? Ich würde das mal gerne anständig sortieren. Ich nehme die mal mit. Die Nägel und so. Die blutigen durchaus mal hier hin. Ich hoffe, ich finde die Sachen dann wieder. Okay. Das Brot, das ist ja okay. Ich lege mich mal eben schlafen. Kleines Schläfchen. Wir gehen nochmal runter. Selbstverständlich gehen wir nochmal runter. So. Eintreten. Die Tür eintreten, bitte. Guck mal, hier haben wir auch noch ganz viele Sachen, die habe ich einfach dahin geschmissen. So, das heißt, ich muss jetzt die Sachen hier hinten hinpacken. Kann ich da oben an dem Dungeon keine Kiste aufstellen? Wäre meine Frage. Ein Heilrang auf A1. Ab in die 4. Jawohl. Diesmal habe ich mich nicht erschrocken. Ich erschrecke mich ja sonst immer bei diesem Geräusch. Was so dermaßen laut ist. Ich gehe jetzt mal weiter nach unten. Hier ist auch ein so ein Typ. Oh, der macht echt Schaden. Alter Falter, macht der Schaden. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug von den blutigen Nägeln. Die können wir dem beim nächsten Mal geben. Oh, ich muss gucken. Wir haben gleich schon wieder Gebetsstunde. Hey, hau doch nicht ab, du blödes Vieh. Ach du Scheiße. Hilfe. So, auch platt. Weia. Okay, boah, das haben wir gerade so geschafft. Meine Herren, ey. Hier kann ich nicht ran. Junge, 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 Junge.